Ich habe auf dem Weg als Sammler wirklich viele, viele Fehler gemacht und ich habe mir gedacht, dass ich dazu doch mal ein Video machen könnte, um vielleicht ein paar von euch vor diesen Fehlern zu bewahren, wenn es bei euch nicht auch schon zu spät dafür ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Sammelzimmer. Ich bin der Jakob und ich möchte, wie gesagt, heute mit euch mal darüber reden, was man denn beim Sammeln alles so falsch machen kann, beziehungsweise was ich so bisher an Fehlern gemacht habe oder was ich getan habe, wo ich mich heute doch irgendwie frage, was mich da geritten hat oder warum ich das gemacht habe. Ich will jetzt damit gar nicht irgendwie sagen, dass das jetzt alles richtig schlimm oder schlecht war, weil vieles davon natürlich dann auch irgendwie dazu geführt hat, dass meine Sammelleidenschaft sich so entwickelt hat, wie sie jetzt heute ist. Aber ich hätte bestimmt an der einen oder anderen Stelle ein paar Euro gespart, da bin ich mir sogar sehr sicher. Und ich hätte auch heute nicht so viel Krempel, den ich irgendwie gefühlt erstmal nur eingelagert habe, aber auch noch nicht verkauft habe, weil es einfach so viele kleine Einzelteile sind, dass ich manchmal nicht so ganz genau weiß, wo und wie ich die jetzt ja absetzen soll. Natürlich Flohmarkt, eBay und all der ganze Kram, aber ihr kennt es vielleicht selber. Man nimmt sich's immer vor und am Ende tut man es nicht. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Ich möchte euch jetzt einfach mal 4 Punkte näher bringen von Dingen, die ich in meiner Karriere als Sammler so falsch gemacht habe. Los geht's mit Nummer 1. Alles mitnehmen, was gerade da ist. Das klingt jetzt wahrscheinlich im ersten Moment erstmal etwas merkwürdig, aber lasst es mich euch erklären. Es gab wirklich eine Phase, die ist jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre her, wo ich dazu geneigt habe, gefühlt alles, was nicht niet- und nagelfest ist und irgendwie in meinen Interessenbereich kommt, dass ich das, wenn der Preis gestimmt hat, einfach mal mitgenommen habe. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich jetzt viele Dinge habe oder gehabt habe, mit denen ich eigentlich nie so wirklich was anfangen konnte, aber irgendwie es trotzdem toll fand, dass sie da waren. Und die meisten haben auch irgendwie es eigentlich nie aus dem Schrank rausgeschafft oder mal in die Vitrine, sondern waren da einfach drin, teilweise sind sie es immer noch und warten eigentlich nur darauf, dass sie irgendwann mal verkauft, verschenkt oder ähnliches werden. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Alles kaufen, alles mitnehmen, was irgendwie geht. Für mich ist das ein ganz, ganz klares Beispiel, was ich euch da geben kann. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne bei TK Maxx vorbeischaut oder auch bei TK Maxx Kleidung und dergleichen kauft. Aber bei TK Maxx gibt es halt auch eine Abteilung, die jetzt vorwiegend, ne, für Spielzeug ist, für Kinder ist. Aber da muss ich sagen, findet sich immer mal wieder etwas, wo man sagen kann, das ist für uns Sammler und Sammlerinnen schon interessant. Also gerade im Bereich Actionfiguren, im Bereich Lego auch mal oder einfach so im Bereich von so kleinem Kleinkram, sowas wie Hot Wheels Autos oder ähnliches. Da findet man schon eine ganze Menge und gerade zur Weihnachtszeit ist das ja Kontingent dann dementsprechend hoch und es gibt viele verschiedene schöne Sachen. Und von diesen vielen schönen verschiedenen Sachen habe ich mir früher wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Seien es nun diverse Actionfiguren gewesen, seien es die besagten Hot Wheels Autos gewesen, seien es hier und da auch mal ein paar Bilder oder Poster, die es da teilweise so fertig im Rahmen gegeben hat, von denen ich aber tatsächlich noch einige habe, aber es passt halt gerade einfach so ins Beispiel. Oder auch einfach irgendwelcher Kleinkram, irgendwelcher Firlefanz, der eigentlich ja nur Geld kostet, nicht so wirklich dekorativ ist und irgendwie auch nicht so richtig seinen Zweck erfüllt hat, um jetzt meine Vitrinen, meine Regale oder ähnliches zu füllen. Das war in dem Moment wahrscheinlich einfach so etwas, hey, das sieht ganz cool aus, das kostet wenig und das kannst du doch mal mitnehmen. Und ich muss auch sagen, ich habe da auch im ernsten Bereich hier und da mal wirklich viele, viele
Schnapper gemacht. Also gerade im Bereich Star Wars Figuren, Black Series Figuren gab es da früher sehr, sehr viele. Aber auch von denen habe ich mich ja, wie ich in einem Video schon erzählt habe, vor einer Weile ja viel getrennt, aber viele von denen konnte ich dann halt auch mit Gewinnen verkaufen. Also dahingehend war das gar nicht mal so schlecht. Aber andere Sachen stauben seitdem irgendwie komplett vor sich hin. Und ja, ich bereue es mittlerweile auch, dass ich diese Dinge damals gekauft habe. Ich hatte mal so eine ganze Lage irgendwelcher Spider-Man Homecoming-Figuren, die ich da gefunden habe. Ich hatte so kleine Transformers, Matchbox, Hot Wheels Autos oder wie auch immer die heißen. Es waren wirklich viele, viele komische kleine Dinge. Und ich sage euch ehrlich, es war doof. Es war wirklich einfach pure Geldverschwendung. Ich fand das für den Moment toll. Man freut sich, dass man ein Schnäppchen gemacht hat, dass man irgendwas Cooles gefunden hat. Auch etwas, was man so auf Instagram dann mal posten konnte. Aber so grundlegend richtig gebrauchen konnte ich den ganzen Kram nicht. Und gefühlt hat es mir halt einfach nur mein Stauraum, mein Platz, der damals übrigens noch sehr viel beschränkter war als heute, ja, so irgendwie einfach zugemüllt. Dementsprechend würde ich euch wirklich dazu raten, selbst wenn es wirklich verlockend ist, dass man mal viele schöne Dinge einfach mal irgendwo mitnehmen kann, weil sie gerade wenig kosten oder auch auf dem Flohmarkt irgendwas Cooles findet, von dem man jetzt denkt, das ja, ist ein guter Preis und das ist doch irgendwie witzig und das nehme ich mal mit und das stelle ich mir in die Sammlung, das stelle ich mir ins Zimmer. Das müsst ihr natürlich alle für euch entscheiden, weil es da ja auch Unterschiede im Sammeln gibt. Also viele Leute suchen ja auch gezielt nach so Krempel, nach so Kleinkram. Aber manchmal ist da dann doch irgendwie, ja, die Augen größer, die Hände schneller, als es der Verstand uns in dem Moment eigentlich ja klar machen sollte. Und das kann schon dazu führen, dass man für viel, viel Quatsch, den man eigentlich gar nicht braucht, sehr viel Geld ausgibt. Von dem her schaut lieber zweimal hin, schaut lieber dreimal hin und überlegt euch in dem Moment, brauche ich das wirklich? Lohnt sich das, das Geld dafür auszugeben? Oder kann ich dafür nicht auch irgendetwas kaufen, was wirklich in meinen Sammelbereich fällt? Sachen kaufen, zu die ich keinen persönlichen Bezug habe. Da kommen wir jetzt so langsam in diesen Bereich, was ich meine, wie es sich so langsam raus spezifiziert, was man denn eigentlich sammeln möchte, wo die Interessenbereiche liegen und welche Dinge einem denn dann auch wirklich gefallen, welche Dinge einem Freude machen. Und da muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen, dass das natürlich auch dann ja förderlich ist, wenn man mal Fehlkäufe macht, wenn man mal Dinge ausprobiert, um am Ende irgendwie dann doch festzustellen, das ist eigentlich nicht das, was ich sammeln möchte, was mich glücklich macht, was mich zufrieden macht. Ich finde das zwar cool, ich finde das zwar toll, aber es ist eigentlich nicht das, was mir emotional Mehrwert bietet, was mir Freude bereitet. Ich möchte euch dazu mal ein kleines Beispiel geben und das sind Retro-Konsolen. Ich bin ein Videospieler, ein begeisterter Videospieler schon immer gewesen. Ich bin jetzt kein Hardcore-Gamer, aber es ist schon ein sehr großer Interessensbereich von mir und es macht mir auch wirklich verdammt viel Spaß. Und es macht mir auch wirklich Spaß, alte Spiele mal zu spielen, mal auszuprobieren. Und dementsprechend habe ich dann vor ein paar Jahren auf dem Flohmarkt, und zwar am selben Tag quasi, einen NES mitgenommen und einen SNES. Man muss dazu sagen, dass ich diese Konsolen früher nie hatte. Und dann habe ich mir überlegt, hey, dann nimmst du die beiden Dinger jetzt mal mit. Das sind zwei absolute Kultkonsolen, das ist doch cool, die in der Sammlung zu haben. Und dann kannst du hier und da vielleicht auch mal ein Spiel mitnehmen und diese Klassiker mal einfach anspielen, mal ausprobieren und deinen Spaß damit haben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir diese Konsolen gekauft. Ich habe dann auch hier und da mal bei eBay und Facebook-Gruppen und Kleinanzeigen und was auch immer nach Spielen gesucht. Habe mir auch einige gekauft, habe auch mal so ein Konvolut mitgenommen, wo ein paar Klassiker dabei waren, der einfach einen guten Preis hatte. Und dann habe ich mich da hingesetzt und diese Spiele ausprobiert. Jedes davon wahrscheinlich ein paar Minuten, manche vielleicht ein paar Minuten mehr. Das habe ich genau 2-3 Mal gemacht, um dann festzustellen, ja, das ist gar nicht meins. Das ist irgendwie, das erfüllt mich nicht. Das macht mir keine Freude. Ich habe keinen Bezug zu diesen Dingen. Ich habe keinen Bezug zu diesen Konsolen. Ich habe keinen Bezug zu diesen Spielen. Und das ist, das gibt mir nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt alte N64-Spiele spiele, weil der N64 war meine erste richtige stationäre
Spielekonsole. Und da ist es dann natürlich cool, wenn man das nochmal reinlegt, wenn man das Gefühl von früher sich zurückholt, wenn man auch mal Spiele endlich spielen kann, die man als Kind nicht haben durfte, nicht haben konnte oder nie bekommen hat oder was auch immer. Und das macht dann emotional schon was mit ein. Genauso wie die Xbox Classic. Da ist das bei mir genau dasselbe. Die hatte ich auch. Das macht mir Spaß, damit zu spielen. Das macht mir heute noch Spaß und ich freue mich, wenn ich hier und da mal ein Spiel finde, was mich interessiert, was ich günstig kriege oder was ich einfach schon immer mal spielen wollte und es irgendwie aus den Augen verloren habe. Und dann gibt mir das einen emotionalen Mehrwert. Aber wenn ich eine Konsole anpacke, die ich eigentlich nie gehabt habe, wo ich früher nie wirklich dran gespielt habe, dann ist für mich da überhaupt kein Reiz vorhanden. Und das musste ich halt wirklich auf die harte Tour lernen, indem ich mir das kaufe, indem ich das ausprobiere und feststelle, dass das nichts für mich ist. Das ist jetzt natürlich kein richtiger Fehler. Es ist vielleicht auch nicht richtig falsch gewesen. Ich habe da auch keinen richtigen finanziellen Verlust gemacht. Aber dennoch habe ich probiert, etwas zu empfinden und mir unbedingt etwas zu holen, was alle so toll finden, was alle so hypen und Kindheitserinnerungen hier und Freude da und Spaß und tralala. Aber nicht für mich. Nicht für mich, ist nicht meine Kiste, ist nicht meins, muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Und das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Wisst ihr aber, was absolut kein Fehler ist? Diesen Kanal hier zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und einen Daumen nach oben zu geben, weil das geht ganz schnell, kostet gar nichts und hey, ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Wichtiger Punkt, sehr, sehr wichtiger Punkt, immer noch aktuell, kommt immer wieder Angebotswochen, generell Angebote. Angebote sind teilweise richtig, richtig cool und teilweise auch richtiger, richtiger Mist, weil sie euch natürlich mit diesen Angeboten einfach dazu verleiten wollen, etwas zu kaufen und ja, dementsprechend auch mehr Geld auszugeben, als ihr es vielleicht gedacht habt. Ganz klassisches Beispiel ist der Black Friday, der ist ja immer im Herbst und da wirst du ja von Angeboten quasi aus allen Ecken bombardiert und das hat mich dann auch immer dazu verleitet, mal bei Amazon reinzugucken und klick, 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 mir ganz viele tolle Sachen in den Warenkorb zu tun, gerade im Bereich Videospiele. Die waren dann bei mir zu Hause, lagen hier, waren eingepackt und ich war ja noch nicht mal mit den Spielen fertig, die ich eigentlich hier noch liegen hatte. Und dann gab es da einfach noch ein paar mehr und manche dann auch eigentlich nur, um sie auszuprobieren, weil sie ja gerade günstig waren. Und das ist dann ehrlich gesagt auch irgendwie Quatsch gewesen. Es ist halt irgendwie Quatsch gewesen. Und das ist für mich was anderes als bei zum Beispiel Filmen. Zu Filmen habe ich einen anderen Bezug und bei Filmen, die gucke ich dann auch viel schneller. Ich meine, einen Film guckst du an einem Abend mal, für ein Spiel brauchst du schon ein paar Stunden mehr im Regelfall. Da ist dann noch so ein kleiner Unterschied aus meiner persönlichen Warte. Das heißt, da gucke ich dann schon mal, ob es hier vielleicht ein, zwei Filme gibt, die ich schon länger mal für die Sammlung haben wollte und dann nehme ich sie mir halt mit. Ne? Also wenn ihr bei Spielen gezielt was sucht und dann ist da gerade was im Angebot und das passt, dann ist das natürlich genau das Gleiche. Genau dafür sind Angebotswochen da. Gezielt nach etwas zu schauen, was man schon länger sucht, was man schon länger haben wollte oder was man vielleicht braucht, zum Beispiel eine neue Waschmaschine oder so und dann einfach mal gucken, ist das gerade billiger und dann lohnt sich auch der Kauf. Aber dieses wahllose Kaufen, zu sagen, geil, Angebote, super Preise, muss ich haben, muss ich mein Geld für ausgeben, weil das ist alles ganz toll und alles so viel günstiger als sonst, das führt im Regelfall dazu, dass man sehr viel mehr Geld ausgibt, als man sollte und dass man vielleicht dann hier und da auch mal Sachen kauft, die einem am Ende gar nicht so wirklich gefallen oder man sich fragt, war das Ganze jetzt wirklich notwendig? Und mal ganz nebenbei gesagt, oftmals, nicht immer, aber oft, ist es ja auch so, dass in diesen Angebotswochen gar nicht die besten Angebote überhaupt sind, ne? Dass es da überhaupt die besten Preise gibt, sondern dass man die nach ein bisschen Suche oder ein bisschen Geduld auch durchaus mal woanders findet oder generell bessere Konditionen findet, ne? Oder dass Preise vor Angebotswochen nochmal erhöht werden, um sie dann wieder reduziert zu verkaufen und all diese ganzen Spielchen. Da habe ich jetzt einfach marketingtechnisch überhaupt gar keine Ahnung von, aber man kann es ja beobachten, wenn man sich mit der Thematik mal ein bisschen beschäftigt und generell mal nach Preisen sucht, sich verschiedene Sachen anschaut und dann merkt man da schon, dass es auch da natürlich einiges an Strategien
gibt, die dahinter stecken. Und deswegen auch wirklich mal darauf achten, ob die Angebote wirklich sich so sehr lohnen, wie das immer im Allgemeinen, im Großen prophezeit wird. Also wenn ihr Dinge sucht, Angebote gut, wenn ihr wahllos irgendwas kauft, weil günstig, Angebote eher schlecht. Das ist das so würde ich es zusammenfassen. Wo wir gerade beim Thema Angebote waren, drehen wir das Ganze jetzt mal um und ich gebe euch mal ein Beispiel von Dingen, die ich persönlich viel zu teuer gekauft habe, statt nach einem Angebot zu suchen, statt auf ein Angebot zu warten, statt mich damit zu beschäftigen, ob dieser Preis für das Produkt gerechtfertigt ist, ob das Produkt seinen Preis dementsprechend auch hält, dass ich es eventuell später auch mit wenig Verlust wieder veräußern kann. Und ja, jetzt gebe ich euch mal ein Beispiel, wo ich Quatsch gemacht habe. Dazu wechseln wir mal kurz in den Uhrenbereich. Ich habe mir vor einer Weile mal folgende Uhr gekauft, und zwar die REC 901-03. Das ist eine Uhr einer dänischen Microbrand, die kommen aus Kopenhagen. Und die verbauen in ihren Uhren immer Teile von echten Kultfahrzeugen oder Filmfahrzeugen, Flugzeugen, Motorrädern, Autos, was auch immer. Und da habe ich eine Uhr gefunden, das war die REC 901-03 und die war halt an Porsche angelehnt. Das heißt, die ganze Uhr war in der Porsche-Optik aufgemacht und in dem Zifferblatt wurde ein Stück eines originalen Porsche 911 mit verbaut. Und diese Uhr hat mir damals wirklich richtig, richtig gut gefallen, auch aufgrund ihrer ganzen Funktionen, die sie hat mit Kalender und Monatsanzeige und Power Reserve. Da war schon richtig was los. Die Uhr hat mir optisch wirklich sehr, sehr zugesagt. Ich fand die richtig schick. Es war in der Corona-Zeit. Ich war viel zu Hause und habe viel Quatsch gemacht und unter anderem war ein großer Quatsch, dass ich diese Uhr gekauft habe. Ich habe diese Uhr also damals für 1.400 € gekauft, so roundabout. Ja, die kam zu mir an, ich habe die angezogen, mir hat die gut gefallen. Ich habe die immer mal wieder getragen, aber jetzt nicht so häufig, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und irgendwann war sie dann eigentlich nur noch im Schrank und ich habe das Interesse immer mehr verloren und gemerkt, dass sie mir irgendwie doch nicht so zusagt, wie ich es eigentlich gehofft hatte oder wie ich es gedacht hatte. Und dann habe ich irgendwann nach einiger Zeit, nach ein paar Jahren den Entschluss gefasst, ich verkaufe diese Uhr jetzt. Also da wird ja wohl ein bisschen was drin sein. Man muss dazu sagen, ich habe damals erst angefangen, mich mit dieser ganzen Uhrenthematik zu beschäftigen. Heute würde ich so etwas nicht mehr machen, weil das Ding an solchen Microbrands ist im Regelfall, dass sie erstmal den Preis, der für sie aufgerufen wird, nicht immer ganz wert sind, ne, weil die ja einfach eine ganz andere Produktionsabläufe haben als jetzt ein großer Hersteller. Also in diesem Fall war in der Uhr auch nur ein japanisches Miyota-Werk verbaut. Es war kein Schweizer Werk. Die Uhr selber war wirklich Top-Qualität, richtig schön, gar keine Frage. Aber ob sie wirklich 1.400 € wert war, das mag ich mittlerweile zu bezweifeln. Auch wenn ich immer mal wieder sehr schöne Uhren mittlerweile bei diesem Hersteller sehe und sage, hey, die sehen richtig toll aus, ich würde das Geld dafür aber nicht mehr ausgeben. Naja, egal, ich schweife ab, ich wollte diese Uhr verkaufen, habe sie ins Internet gestellt für damals 1.200, hat keiner gekauft, ich bin auf 1.000 € runtergegangen, hat keiner gekauft, ich bin auf 800 € runtergekommen, hat keiner gekauft, dann habe ich sie erstmal wieder aus dem Internet rausgenommen, gesagt, scheiße, ich werde das Ding sowieso nicht los, ich behalte es, wenn ich da so mit Verlusten mitmache, gut, dann ist es jetzt halt hier, da habe ich mir nochmal ein neues Armband für die Uhr gekauft, in der Hoffnung, dass ich sie dadurch wieder häufiger trage, ja, blöd gelaufen, hat auch nicht geklappt, dann habe ich sie wieder eingestellt und Leute, ich mach's kurz, ich habe diese Uhr für 450 € verkauft. Ergo, ich habe 1.000 € Verlust gemacht mit dieser Uhr. Und wäre ich damals so schlau gewesen, mich mit dieser Materie zu beschäftigen und zu gucken, ob dieser Preis überhaupt gerechtfertigt ist, wäre das nicht passiert. Und ich hätte von Anfang an nach einer Gebrauchten geguckt oder erst mal geschaut,
was da überhaupt so preistechnisch, preisentwicklungsmäßig zu holen ist. Und dann hätte ich heute wahrscheinlich ja diese 1000 Euro noch auf dem Konto. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr für euch da auch irgendwelche Beispiele findet. Schreibt sie mir dann auch gerne in die Kommentare, ob ihr auch etwas habt, wofür ihr viel Geld ausgegeben habt und was ihr heute bereut. Ne, manchmal gibt man ja auch zu viel Geld für Dinge aus und das ist einem am Ende irgendwie dann auch egal. Man wollte das gern haben, kriegt zwar 2 Wochen später billiger, aber hey, dann ist das halt so. Zum Beispiel Videospiele bei Release. Wenn man die bei Release kauft, zahlt man 80 Euro und 3 Wochen später sind sie das erste Mal im Angebot für 55, ne, um mal in kleineren Preisregionen jetzt zu gucken. Aber wie gesagt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Das waren meine 4 Fehler, 4 Dummheiten, 4 Sammelsachen, die ich so heute nicht mehr machen würde und vor denen ich euch gerne bewahren würde. Natürlich schreibt mir wie immer eure Meinung zu diesem ganzen Thema in die Kommentare. Was fällt euch zu dem Thema ein? Habt ihr eigene Beispiele? Dann immer her damit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet mit meinen Ausführungen hier und da vielleicht mal was anfangen. Wenn ja, lasst mir doch ein Abo da, lasst mir einen Daumen da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und freue mich, euch bald hier wieder begrüßen zu dürfen bei mir, dem Jakob aus dem Sammelzimmer. Bis dann, tschüss!